Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Elex. So, wir wollten eigentlich in Richtung da lang, aber ach, diese Höhle mit dieser Einrichtung, wieso regnet es? Nein, so ein Viecher. Also, das macht mich hier auf jeden Fall zu neugierig. Da muss ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ach, auch so ein Viech. Na gut, das bringt halt Erfahrung, ne? Zu Erfahrung kann ich halt nichts hinein sagen. So. Aua. Ja. Es ist halt das Problem, dass man sich nicht mehr bewegen kann, wenn man getroffen wird. Das ist ein bisschen nervig. Das wäre halt eigentlich schon fast ein Grund, die Schwierigkeit runterzustellen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Das geht auch so. Cool, kleines Lager, rohes Fleisch, lecker. Mache ich halt auch immer. Auch wenn ich irgendwo in der Wüste unterwegs bin. Oder sonst wo. Wenn da irgendwo rohes Fleisch irgendwo rumliegt. Nehme ich mit. Das ist das Klügste, was man machen kann. Tja, gut. Lagerfeuer benutzen. Gebratenes Fleisch habe ich jetzt nicht so viel. Asseln. Ja. Kann man machen. Asselfleischteller. Setzerbrot. Brauche ich, glaube ich, für eine Mission. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Hochleistungsstoff für Gesundheit. Browser, dies, das. Kann ich halt zwei von machen. Mal einfach mal. Steakteller. Ah, ein Steakteller macht auch Angriffskraft auch nochmal höher. Das Problem ist, es kostet 3 rohes Fleisch. Wie viel Steakteller habe ich denn mittlerweile? Schon gesammelt 10. Nicht so viel. Geht schneller weg, als man. Will. Hm. Kannst du mal bitte aufhören, einen Kaktus zu knutschen? Gut. Wir speichern noch einmal. Und ich das rohe Fleisch nicht nochmal einsammeln muss. Es ist halt ein Luxus, wenn man speichern kann, ohne dass das Spiel Probleme macht. Das weiß man erst wertzuschätzen, wenn man eine Weile Gothic 3 gespielt hat. Nicht gut. Ah. Gar nicht gut. So, hi. Oh. Gar nicht gut. Oh. Hä? Das sind. Was? Das sind Menschen? Abgerichtet, okay. Ja. Cool. Jetzt ist die Frage, was für Schabracken laufen hier rum? Sind das einfach nur Banditen oder... Ich wollte nur gucken, was ist für... Sind das Outlaws, Banditen oder... Gut, dann lassen wir das. War eigentlich schon klar von vornherein, dass das keine gute Idee ist, da vorbeizuschauen. Aber ich wollte halt... Nein, ich wollte gerade sagen, dass... Die halten aber viel aus. Jetzt juckt doch noch mein Auge. Kann man auch schon mal so Machtstoß verbrauchen. Ach, Kaya liegt schon wieder. Tut mir nicht weh, bitte. Bin freundlich. Aua. Aua. Ja. Hm.
So, haben wir, habe ich, beziehungsweise hier, Sitzerbogen, dies, das, ein Speer, ein Harpune, das ist ein Plasma. Ich dachte, ich habe noch eine Granate oder so. Na gut. Das war dumm, das war dumm, ich bin tot. Ich bin... alle guten Dinge sind drei, oder? Wie war das? Toll. Alle guten Dinge sind vier, habe ich gehört. Aua. Nein, hör auf. Böse, Pfui, aus. Ah ja, ich werde dich rächen. Nein, mach. Ach du Gott, Alter, warum? Bin ich ja wieder richtig gut gelaunt, weißt du? Da drückst du den Knopf für diese Superattacke und er macht es einfach nicht. Obwohl er noch Ausdauer hatte. Und es gereicht hätte, um ihn zu töten, ey. Ach, irgendwann habe ich auch mal Glück. Irgendwann. Hat es sich gelohnt? Nein, hat es nicht. Toll. Naja. Zumindest haben wir ein Wiesenkraut. Das nicht auf einer Wiese wächst. Ja. Und ein Heilkor. Yeah. Für das, was ich verschwendet habe, um den zu besiegen, hat sich das aber gar nicht gelohnt. Naja. Ah, gibt zumindest Erfahrung. Der ist sehr heldenhaft gestorben. Das ist noch ein toter Outlaw. Interessant. Ist die Frage, sind die allgemein einfach nur gestorben oder hat das irgendwas miteinander zu tun? Dass die irgendwo auf einer Mission waren und alle nacheinander verreckt sind.
Ja. Aber so ein Viech. Müssen wir hier überhaupt hin? Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Ich war hier. Nee, ich war hier. Ich war hier. Ja, ich. Gut, dass ich mal nach 10 Minuten auf die Uhr geguckt habe. Auf die Uhr geguckt habe. Auf die Karte geguckt habe. Nicht, dass ich mich jetzt hier durchprügel und dann im Endeffekt enttäuscht. Ist das noch einer? Wer hätte es gedacht? Ich lade gleich eh nochmal. Deswegen renne ich einfach nochmal durch. Mit einfach nur neugierig bin, was es hier überhaupt gibt. Wo mich der Weg jetzt hierher geführt hat. Hier hin. Ach, das Ding, okay. Oh. Ich da jetzt so hin. Was ist ein Wüstenteufel? Sicher scheint es bewohnt zu sein, wenn es Feuer gibt. Diese ganzen Bauwerke sind so instabil. Besser, wir halten die Augen auf, bevor wir unter einem Stahlträger begraben werden. Ja. Nee. So. Geronimo! Hi, wer bist du? Das machst du nicht ungestraft. Urtier. Ist locker. Ja. Fortsetzen. Naja, gut. Hätten wir das geklärt. Ich geh nochmal. Ich glaube. Hier lang, glaube ich. Irgendwas, aber das sind wieder Viecher. Ich glaube, ich wollte ja sowieso hier. Ach komm, ey. Kann man keine 2 Meter gehen und ohne irgendwie auf irgendwelche Viecher zu treffen, die einem die Haut abziehen. Es ist nur ein Aasfresser. Okay, ich hab das gerade mit den Viechern verwechselt, die wir auf der Brücke hatten. Ah. Da sind Kerzen. Hier ist sowas. Das ist, glaube ich, so ein. Hier von den Klerikern, von den Spinnern. Das ist die Frage, kam ich. Was ist denn. Ich bin. Ach nee, hier. Okay, okay. Da ist dann das. Bin neugierig. Ich glaube, ich gehe da mal hier hin. Aber so das Gefühl, wenn ich so weiterspiele wie jetzt gerade, kommen wir halt nie irgendwo richtig an. Oh, guck mal da. Ah, guck mal. Ach, das gucke ich mir. Ach, komm. Ja. Das sind die Kackviecher. Terrorvögel. Sagen Terrorvögel, der Name ist passend. Dieses Spiel macht mich kaputt. Das
Das Spiel macht mich kaputt. Achso, das war ja das Ding. Der Aasfresser. Und buch. So. Einmal ein Steak rein. So. Bin ja hier hingelaufen, genau. Das, den könnte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Das ist ja, glaube ich, das hier. Ich glaube. Ich will erstmal hier hin. Hier ist so schön grün. Oh Gott, Mensch. Das habe ich schon. Das habe ich schon mal gesagt. Die Viecher hier. Kann natürlich sein, dass es durch die Genmanipulation, durch die Gen-Gedöns ist, durch was auch immer jetzt. Dass die Viecher sich so entwickelt haben, dass sie irgendwie alle gleich aussehen. Was das früher wohl mal war. Deine Mutter. Das habe ich damals schon gesagt, vor Folgen, weiß der Geier wann. Dass super viele Viecher aussehen wie Scavenger, beziehungsweise Raptoren oder weiß der Geier. Dann haben wir halt die Terrorvögel, die Aasfresser, dann haben wir dies, dann haben wir die Skeks, dann haben wir die Skogs, dann haben wir die Skicks, weißt du? Und bei den Viechern gerade eben, was war das jetzt, ein Rottmolch? Ja, dann gibt's Rottmolch, dann gibt's Wühler, dann gibt's Varan, dann gibt's dies. Die sind gefühlt entweder auf vier Beinen und sehen so aus, oder auf zwei Beinen und sehen aus wie Scavenger. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man, Radio Durans, okay. Dass man sagt, okay, das liegt daran, dass die alle dieselben Verhältnisse durchlebt haben, durch diese, ich will ja Genmanipulation sagen, aber ihr wisst, diese, durch die Radioaktivität, durch die Verstrahlung, dass die sich alle in dieselbe Richtung entwickelt haben. Oder noch einfacher, die Entwickler waren faul oder kreativlos. Oder ist das Ding gar nicht aufgefallen, kann natürlich auch sein. Den Wühler und hier ein Rottmolch. Es ist halt. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Wo geht das? Oh, krass, guck mal. Frage ist, war ich hier schon mal? Rucksack. Trockenfleisch und Elixir. Ja, lecker. Ich lade gleich sowieso wieder. Bin halt einfach nur neugierig, was es hier so gibt. Routines eines Lebens. Okay, hier haben wir Eisen. Warum ist das hier so komisch hell? Es scheint kein Licht rein, aber es leuchtet so. Ja, Wasserflasche, die ist das. Das war auf jeden Fall eine Befehlsschreiben, die ist das. Eine Expedition der Kleriker hier. Ich finde das gerade interessant, einfach mal hier lang zu laufen und zu erkunden. Ja,
Ist auch ein Tresor. So, aber warum das hier radioaktiv ist, verstehe ich nicht so ganz. Guck mal, eine Mine. Also wer hier schläft, der hat Eier aus Stahl. Weißt du, zwei Meter runter und zwei Meter hoch hast du direkt das und der pennt einfach dazwischen. Nicht schlecht. Ist die Frage, was ist denn das für ein Ding überhaupt? Und viel wichtiger ist, warum ist das radioaktiv? Fragen über Fragen, die ich keine Antwort bekomme, weil mir ja keiner antwortet. Warum redet ihr nicht mit mir? Okay, das Ding ist nicht radioaktiv, das Gebiet ist radioaktiv. Ist die Schlucht radioaktiv? Nee. Das ist so merkwürdig, bei einem Abhang einfach drüber zu springen, wenn man jetzt das Jetpack hat. Darf man halt nicht verwechseln, wenn man ein anderes Spiel spielt danach. Dass man sowas nicht machen kann. Ah, hier gibt's Wasser. Das ist schön. Das heißt, hier sind höchstwahrscheinlich Berserker am Start. Ach, guck mal, das ist ja... Das ist ein Weltenherz. Damit sind wir ja bekannt. Sieh dir an, was diese Barbaren mit dem Weltenherz gemacht haben. Statt das neu erweckte Leben zu begrüßen, treten sie es mit Füßen. Passiert. Vielen Dank für dein Mitgefühl. Passiert. Ich glaube, wir wollten böse machen. Okay. Puh. Glück gehabt. Sind die zumindest nicht Zahnaxt? Hm, cool, danke dafür. Wahrscheinlich eine Einhandwaffe. Kann ich ihn nicht gebrauchen. Ja, kann ich auch ihn nicht tragen. So, die stehen ja eh da hinten. Dann sehen die gar nicht, wenn ich sie ausraube. Ich meine, was fällt denen auch ein, keine passende Waffe für mich da zu haben? Ich meine, ich bin Gast. Zu einfach. Zu einfach. Flatterhose, Trockenfleisch, ist das? Alles klar, nehme ich alles mit. Die Frage, was für eine Hose habe ich gerade an? Ich glaube, Jägerhose oder so. Ja. Ja, die Flatterhose ist auch schlechter. Knochenmarkbrühe. Hört sich appetitlich an. Amulett ist Wilderers. Dann mal reingucken. Tierfreund 1, Überleben 2. Schlösserknacken. Schlösserknacken Rüstung. Tierfreund Überleben. Tier greift nicht mehr an. Oh. Lebenskraft und Schutz. Ich glaube, das ist momentan einfach das Beste. Ich töte dich, du verdammte Sch. Ach ja? Oh. Versuch's doch. Dann komm her, du Bastard. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja. 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 Leg die Waffe ein. Gute Entscheidung. Okay, ich... Pah. Die Säcke haben ihre Abreibung bekommen. Dich hatte ich allerdings nicht auf der Rechnung. Ihr habt hier ganze Arbeit geleistet. Naja, einfach war es nicht. Diese Berserker können gut einstecken und noch besser austeilen. Zum Glück hat mein kleiner Granatentrick funktioniert. Granatentrick? Ja, ich habe einem meiner Jungs gesagt, er soll sich das Ding ins Maul schieben, den Splint ziehen und sich auf einen Berserker stürzen. Und das hat er mitgemacht? Ja klar! Ich hab den Idioten ja vorher ordentlich mit Stims vollgepumpt. Alter. Jetzt kann ich mir auch noch seinen Teil der Belohnung unter den Nagel reißen. Uff. Wozu der Angriff auf die Berserker? Die wollen aus unserer schönen Wüste einen Dschungel machen.
Aber niemand nimmt sich das Land des Dukes. Tavar soll schön so bleiben, wie es ist. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Jeder, der anders denkt, soll sich verpissen. Und was ist mit den Alps? Du meinst, nur weil sie hier einen Konverter aufgestellt haben, dulden wir sie? Glaub mir, der Duke hat schon genügend Pläne im Keller, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Okay. Er heult rum, dass er seine Freiheit haben will. Jetzt ist meine Frage. Hat man die im Dschungel nicht? Aber hey, okay, wenn du dir halt Sand aus der Ritze jeden Morgen und jeden Abend kratzen willst, nur zu. Was ist mit deinen Kameraden? Die überlassen wir dem Aufräumkommando der Ratten. Die Wüste erledigt das im Schnellverfahren. Wenn du etwas von ihren Kadavern brauchst, nimm's dir einfach. Schlägst du hier jetzt dein Lager auf? Bist du bescheuert? Sobald sich hier die Viecher breit machen, ist man besser woanders. Außerdem will ich im Fort meine Splitter einstreichen. Damit kann ich mir den Arsch vergolden. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Vielleicht gebe ich dir auch einen Schnaps und eine Braut aus. Hört sich nach einem Plan an. Wie viel hat man euch für den Angriff auf die Berserker versprochen? Ein paar tausend Splitter. Nicht schlecht. Sag bloß. Und ich bin der Einzige, der überlebt hat, um davon zu berichten. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich jeden einzelnen Splitter aus William herausquetschen werde. So, ich hoffe, er bleibt hier noch ein Weilchen stehen, damit ich plündern kann. Und dann können wir gemeinsam gehen. Das ist jetzt der Plan. Es ist zwar natürlich traurig um die Berserker hier, aber... Ich, begehe ja den Weg des skrupellosen Outlaws. Voll gruselig, ey. Joa. Ist die Frage, ob es hier sonst noch irgendwas Wichtiges geben könnte, da oben vielleicht oder so. Auf dem Herzen gibt es bestimmt irgendwas. Das ist so eine Stelle, wo ich, wenn ich Entwickler wäre, auch was platzieren würde. Voll Trauma. Ja. Sag ich dir. Hä? Okay, cool. Kaya, danke. Finde ich schön, dass du mich so krass davon schleuderst. Okay, ich speichere. Das ist Mana. Das Haus plündere ich gleich auch noch. So. Das Haus plündere ich gleich auch noch mal, aber vorher möchte ich einfach noch gucken, ob es hier irgendwas gibt, was man. Ist wahrscheinlich nicht. Ne? Fand ich jetzt nicht. Ja, Speer. Das sollte ich nicht. Anleitung. Großer Mana-Tank. Ja, die Berserker hatten es hier aber auch nicht gut. Die haben ja gar nichts. Die haben hier einfach gar nichts. Ein bisschen grün, aber mehr auch nicht. Die Frage ist, nehmen wir jetzt hier ein Weltenherz aufgestellt, ne? Und es ist drumherum ein bisschen grün. So. Die Frage ist, wie lange ist das Ding hier schon? Ich vermute halt sehr lange. Weil um so eine Ausmaße zu erreichen mit den Ranken und so, behaupte ich mal, es dauert ein bisschen. So. Dann jetzt aber wiederum. Dafür, dass es dann... weiß der Geier, wie lange. Sagen wir mal 5 Jahre hier ist. Weil ist ja mutiert und so, deswegen wächst es doch schneller. Dafür, dass es dann 5 Jahre hier wächst, ist es nicht ganz so krass. Aber wenn es jetzt ein Weltenherz dieses Gebiet hier geil gemacht hat, wie viele braucht man dann, um die ganze Wüste heile zu machen?
Beziehungsweise hier gibt es zwar auch nicht so viele Weltenherzen, ne? Ist halt die Frage, ob sich das dann permanent erweitert. Oder ob das jetzt in diesem Radius bleibt, weil wir hier noch ein hier 4. Also dann haben wir hier 8. Dann haben wir hier 16. 32. Ja, weißt du, sind das hier 70 Stück, die man hier pflanzen muss. Um die Wüste zu einem Dschungel zu machen. Ja. Naja, gut. Ich denke mal, es breitet sich einfach aus. Das ist ja, glaube ich, das Logischste. Und es breitet sich permanent aus, oder? Ja. Gut, ich speichere. Dip, dip. Und begleite mich ins Fort. Ich begleite dich ins Fort. Gut. Ein bisschen Rückendeckung während der Reise kann ich gut gebrauchen. Von meinen Begleitern ist ja nicht viel übrig geblieben. Folge mir einfach. Woher kommst du überhaupt? Wenn ich dir das erzähle, muss ich dich töten. Du schleppst also ein Geheimnis mit dir herum? Dann vertrau dich nicht den falschen Leuten an. Erst recht nicht in Tavar. Sonst jagen sie dich für ein paar Splitter zum Teufel. Ich würde es tun. Ich kann gerade sagen, so wie du. Versuchen. Sei froh, dass ich ehrlich bin. Verlogene Typen sind so nützlich wie ein zweites Arschloch. Nimm's also locker. Finde ich schön, dass du einfach direkt auf den Skeks zuläufst. Kannst du weitergehen? Ist richtig genervt, weißt du? Läuft aber auf den dazu. So, hä? Ein gutes Stück haben wir hinter uns. Danke. Du hast sicher schon mitbekommen, was in Tavar auf dich wartet. Karges Ödland. Sand und kein Bier, um sich die Gegend schön zu saufen. Außer du bist im Vor. Aber bis dahin muss man es erst einmal schaffen. Ja. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Du bist wohl kurz angebunden, was? Aber gut. Hier lauern zu viele Penner. Da ist man besser vorsichtig. Von mir aus können wir weiter. Das Gröbste liegt bald hinter uns, also los. Los geht's! Komm dem Konverter nicht zu nahe. Dort wirst du zu Brei verarbeiten. Ich weiß. Wenn du allerdings jemanden nicht leiden kannst, lock ihn mal da rein. Dann machst du dir nicht die Hände schmutzig und bist ein Problem. So kann man aus den Alps noch mal den Katzen schlagen. Oh nein! Ich wollte den noch zähmen und als mein Haustier benutzen. Der hat mir gerade so schön geholfen. Oh Gott. Ich liebe Vector. Oh, das Gags sehen halt echt. Schön, dass er wartet. Schakal. Ach, Ruhe in Frieden. So. Komm. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin genervt, Mann. Ich geb dir gleich. Aber so schaffen wir es dann zumindest mal zum Vor. Ohne großen Umwege. Ach, guck mal, da möchte ich nicht hin. Möchte ich noch hin. Ach, guck mal, das ist schön. Ah, guck mal, das möchte ich ja gucken. Oh, guck mal da. Ja. Ich würde hier auch viel mehr, also gerne viel mehr erkunden, aber es sind einfach so viele Viecher, die einfach zu krass austeilen. Ein kleines Stück noch. Der typische Geruch von billigem Fusel und Schweiß liegt auch in der Luft. Ein gutes Zeichen. Aber sag mal, bist du überhaupt schon mal im Vor gewesen? Nein. Dann gebe ich dir einen guten Rat. Piss niemals den Duke an. Er bestimmt, wo es lang geht. Also halten wir uns ran. Und dann heißt es, die fette Beute einstreichen. Okay. Kann's weitergehen? Oh, wie genervt er redet. Das geht mir voll auf den Sack. Also er läuft hier in die Viecher rein. Ich kümmere mich drum. Und dann heißt er, können wir weiter? Halt die Schnauze, Mann. Schloch, ey. So, da sind wir. Willkommen auf dem größten Schrottplatz der alten Welt. Halte deine Taschen geschlossen und reiß die Klappe nicht so weit auf.
Ansonsten kannst du tun und lassen, was du willst. Wir laufen uns sicher noch über den Weg. Aber jetzt muss ich mich um meine Belohnung kümmern. Und mein Anteil? Welcher Anteil? Klar, du warst in der Gegend und hast einen guten Eindruck gemacht. Vergiss nicht, wer den meisten Dreck weggeräumt hat. Aber wenn du unbedingt ein paar Splitter abhaben willst, schlage ich was für dich heraus. Kreuzen wir beide bei ihm auf, lässt er garantiert nichts für dich springen. Dir hat man immerhin nichts versprochen. Aber ich kenne das Schwein. Lass mich nur machen. Ist egal. Gut, ich nehme dich beim Wort. Triff mich morgen in der Kneipe. Bis dahin habe ich sicher was für dich aufgetrieben. Ich war gerade im Überlegen, weil er halt meinte, vertraue halt keinem. Aber ich habe ja nichts zu verlieren. So, entweder schlägt er halt nichts raus, dann ist das halt so. Oder schlägt was raus und ich habe einen Gewinn, also ist das okay. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Vor einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. Warum sind da Gegner hinten? Die machen das schon. Los, los! Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Erbärmlich, wie gierig die Menschen in diesem Teil der Welt sind. Wir können uns auch anders einigen. Finde ich interessant, dass die NPCs auch miteinander interagieren. Weil das war jetzt eindeutig halt ein Dialog, für wenn ich Kaya mit dabei habe. Ist auch nice. Von mir kannst du gar nichts. Ich habe dich schon bezahlt. Suggestion habe ich leider nicht. Ja, komm. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Ja, mit dir spreche ich noch. Hier entlang. Oh, hier entlang. Finde ich schön. Eine Müllhalde. Die Leute scheint es nicht zu stören. Mich stört es ab. Wyatt, der Mistkerl. Ist da drüben. Gut, ich geh mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. Gut. Wyatt wird hier wohl irgendwo sein. Und er tanzt. Aber... Ach, da wahrscheinlich. Aber das mache ich auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann ja, in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Fort hier erkunden. Ne? Mit interessant, denke ich mal. Also... Ciao.